Stehtwister. Ja. Stehtwisterbahn. 18.000. Das wird nichts. Das wird nichts. Was war hier? Das war nur der. Okay, eigentlich könnte man die denn auch bauen, ne? Aber die ist auch sehr groß, ne? Weil wenn die Landebahn dazugehört zu den Dings. Wo ist denn hier der Eingang? Da. Okay, dann könnte man die ja so längs bauen hier, ne? 8000, okay, das kriegen wir hin. Los. Los. Und zack. Okay. Gleich öffnen. Sandweg. So. Machen wir hier auch Sand. Und hier machen wir die wieder. Und obenrum können wir das hier auch wegmachen. Das sieht komisch aus. Na. So. Oh. Hier war alles gut. Oder? Nee. So, ein Fernseher. Bauen wir da auch noch ein? Ach, war knifflig auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall erstmal auf Toilette. Ich lass kurz laufen. Bin ich auf Toilette gehen, ne? Kann ja ruhig kurz laufen, ist ja nicht so schlimm, oder? Achso, Werbekampagne für den Park. Habe ich die schon gestartet? Nee, ne? Doch. Freie Fahrt, freier Eintritt in den Park, freie Fahrt, halben Preis. Speise und Getränke, Hotdog. 2 Wochen, passt. So, gut. Ich gehe schnell auf Toilette, bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Einmal kurz gewesen und schnell wieder was trinken. Mal schnell zwei neue Mechaniker einstellen. Wie sieht das hier aus mit Verschmutzung und so weiter? Nö, geht eigentlich, ne? Warum wir nichts machen? So, schauen wir mal ganz kurz hier. Rotodrop, okay, cool. Ja, den bauen wir auf jeden Fall auch. Der wäre sowas für hier unten, ne, würde ich sagen. So. So machen wir den, ne? Noch ein. So reicht 75 Meter, reicht hin. Ein- und Ausgang. Aufmachen. Und, achso. Und Wege bauen. Auch hier brauchen wir jetzt nicht großartig absperren oder so, ne? Der fährt nach oben und fällt dann von oben runter. Können wir uns kurz angucken. Ist ja gerade in Testlauf, ist glaube ich keiner drin, ne? Ne, null Personen fahren. Und den hält ja oben an. Das ist quasi wie im Heidepark, der Scream. So, das war's auch schon. Und bei manchen zahlt man da vielleicht einen Fünfer für. Klasse. So, hier die Warteschlange ist nicht so der Knaller. Aber kommt hier eigentlich auch mal... wo ist denn der? Okay, er geht da gerade runter. Er weiß auch gerade gar nicht, wo er lang will. Er läuft einfach die ganze Zeit falsch. Ich setze ihn da einfach hin, der muss halt wieder anders beantworten. Er ist da. Gut, er kriegt das vielleicht ein bisschen schneller hin. So, Rotodrop war, ne? Eine Achterbahn kommt als nächstes. Wir müssen hier echt Gas geben, Freunde. Für eine bestimmte Attraktion machen wir den Rotodrop einfach mal. Oha, das wird echt eng. Ich weiß nicht, ob...